Was erwartet sich der Christoph Klausner bei der Heuring, also bei der Jännerrallye? Erwarten, dass wir Schnee haben auf alle Fälle. Deine Worte waren. Nein, so Ziele haben wir eigentlich nicht gesetzt, dass wir wirklich mit dem Ziel kommen. Und normalerweise müssen wir wieder vorne dabei sein, wenn wir ins Ziel kommen. Also von daher, wenn du keine Probleme nicht hast. Wie man es letztes Jahr gesehen hat, glaubt man, also, man hat es auch super vorbereitet und dann kommen lauter so keine Krankheiten und Kleinigkeiten, was du aber immer zurück kann und dann fährst du hinten irgendwo umeinander. Aber wie gesagt, normalerweise müssen sie Stockholz ausgehen. Kann man bei der Veranstaltung, der heute in Schenkenfelden, schaut zu der Feinumstimmung vom Auto was sagen? Na, auf alle Fälle, das ist perfekt zum Testen und überhaupt, weil wir super Verhältnisse haben mit Schnee und alles. Das kann man mit den Reifen probieren, was du eigentlich sonst du bei der Rallye gemacht hast. Das ist perfekt so. Nur musst du das so passen, aber jener dann. Nicht, dass mit Schneeraden testen und bei der Rallye ist dann nicht da, wo es nass oder trocken oder was, dann hilft dir das auch wieder nichts. Genau. Ja, ich muss sagen, wir sind natürlich happy und super zufrieden. Ein Haufen Leute da, gute Fahrer da. Gestern haben wir noch wirklich bei stürmischem Wetter unsere Absperrbandeln und Absperrungen aufgebaut und haben sich nur das gewünscht, dass wir heute so wieder haben und ist in Erfüllung gegangen. Einfach, wir sind einfach happy drauf und ich muss sagen, die Mannschaft, die hinter mir steht, ist auch super.